Also, wenn du 200.000 Likes auf diesem Video hast, wisst ihr nicht hier, ist es Klartext Ja. jetzt? Okay, gut, Leute, ihr Aber habt's nicht gehört. richtig, ne? Ich muss ja die Aufgabe bei Wahl oder Pflicht, weil ich soll so tun, als würde ich mich Okay, kennen. aber Ich du musst so tun und du musst auch die Leute, die müssen auch das sehen und so. Und du musst dir wirklich unter der Decke einen wedeln. Nee, nicht wirklich. Simon. Nein, nicht wirklich, aber so tun und der Mitarbeiter muss das sehen und der muss sich darauf ansprechen. Entschuldigen Sie, hier ist ein Bett. Das ist zum Schlafen. Ich sag, ich muss doch testen, wie das ist. Ja, okay. Machst du? 200.000 Likes? Kriegen wir eh nie. Kriegen wir eh nie. Nie auf diesem Video. Ja, niemals, Leute, Alter. Aber okay, probieren wir es. Och Mann, Digga. Nein! Hallo! Was? Möchtest du hier ja? Hallo, guten Tag. Hallo und auch einen guten Tag von mir zu Hallo, Simon. einer Folge Kaserouche. Ja, hallo, Nach guten einer ewig Tag. langen Zeit. Gestern gab es die erste Folge seit langem von diesen Battles wieder bei Revi. Weil du den Hebel falsch gesetzt hast, der soll für oben gesetzt werden, du Idiot! Du kleiner Vollidiot! Wenn man da oben ist, hat man keinen Hebel! Man hat den Hebel erst, wenn man runtergeht, weil die Truhe unten ist, du Und jetzt heute gibt es die bei mir. Es wird immer jetzt jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, ein Battle geben, so wie hier. Und in der Woche von Montags bis Freitags wird es auch Zuschauer-Maps geben. Das heißt, wir werden alles berücksichtigen, worauf ihr Bock habt. Und ja, werden eure Maps spielen, aber auch unsere eigenen Battles weiterhin machen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich würde sagen, wir lassen nicht lange dran rumlabern. Revi, möchtest du kurz erklären, was Castle überhaupt ist für die Leute, die jetzt in der Zeit dazugekommen sind und gar keine Ahnung haben? Also, okay, das ist Castle Rush. Da kommen Alles die klar, zwei danke. Idioten. Okay, Okay, drei, haut rein. zwei, eins. Psch, und es geht los, Simon. Okay, der Countdown läuft. Jetzt heißt es für dir wieder, von deiner Seite aus, zeigen, wer hier der Babo ist. Wer aus Alemannien kommt. Ja, das ist in diesem Fall du. Okay. Ich habe mir heute was ganz Besonderes ausgedacht für dich. Etwas Ja, das ist ja noch nie schön. da gewesen ist. Etwas noch nie da gewesen ist, mein Etwas Freund, noch ja. nie zuvor da gewesen ist. Das ist natürlich interessant. Da kann man schon mal sagen, da hat der Simon sich was ausgedacht. Da hat der Simon aber erstmal sich überhaupt nicht lumpen lassen und alle Kosten und Mühen gescheut und dann dir für 3 € ein Fischbrötchen an der Tanke geholt. Ja, das ist super nett. Dafür nochmal dickes Dank an dich, Simon. Wirklich, da merkt man auf jeden Fall, wer die echten Freunde im Leben sind, ja? Denn echte Freunde, die kaufen alle auch mal ein Fischbrötchen. So, meine Freunde. Also, so sieht das aus, ja? So einen leckeren Fischbrötchensalat, da hat der Simon richtig Bock drauf. Der ist Genau. nämlich motiviert, weil er mag nämlich richtig gerne Fischbrötchen, ja? Viele Leute wissen das vielleicht nicht, ja? Aber Simon, der liebt Fischbrötchen über alles So ist und es, so sieht's aus und jetzt sehen wir uns nach einem kurzen Zeitlupen-Raffer Cut. wieder. Bis gleich. Zeitlupengiraffe. Weil du weißt, dass der Sprung geht. Ja, aber wie? Ja, das musst du herausfinden. Durch Hello from Von the der other Asas. side. Durch schmerzhafte Übung braucht. Mann, der ist unmöglich! Ach, Revi, ich bin so glücklich, dich reinzuhören. Das macht mich mehr glücklich als alles andere. Bei dem Projekt liegen die Nerven blank, doch das liebe ich so sehr daran. Und es weiß niemand, wie lang die Folge geht, vielleicht endlos lang. Das Kreativste in der Szene zur Zeit. Und doch gut, um sich den Frust mal von der Seele zu schreien. Du weißt, dass ich recht hab, wenn ich jetzt sag, dass einer der beiden den anderen irgendwann wegklatscht. Wenn Simon. Ich hab schon den Otherscheid von Hello gesehen, bevor die gerufen hat. Verstehst? Die Otherscheid ist überhaupt keine neue Zeit. Das ist die alte. Aber weißt du, Adele macht es trotzdem von der Otherscheid. Aber weißt du, die kann damit Geld verdienen, deswegen macht die das. Wegen den Hallo. Die Leute verstehen das, weißt du? Egal welche Sprache. Hello, hello, sie tut mich begrüßen, weißt du? Aber weißt du, es ist manchmal nicht einfach im Leben. Auch für Adele. Sie hat ein Kind bekommen, kommt wieder, macht einen Hit. Die ist fett geworden, kann das Die sein? ist ein bisschen fett geworden, ey. Hey. Bist ein bisschen fett geworden, Adele, kann das sein? Hello from the Burger King, verstehst du? Das ist eine tiefere Meaning, verstehst Bedeutung des Schlüsselwortes. Eine Bedeutung, das ist das Wort, was ich gesucht habe, du Pisser. Das ist es. Ah, mit den Bedeutungen.
Bedeutung, verstehst? Weißt du, Bedeutung, weißt du, was das Wort bedeutet? Nochmal in der Lava verbrennt. Nein, nein. Oder wenn Revi einen Sprung mich packt und tagelang flennt. Jeder Block wird gesetzt in der Hoffnung, er hält irgendwie den Gegner auf oder sorgt, dass er fällt. Hier geht's nicht nur darum, eine Schlacht zu gewinnen, sondern den anderen bestmöglich zum Ausrasten zu bringen. Mann, Nacko, das ist doch nicht dein fucking Ernst! Puzzle Rush. Zwei Idioten, sie wollen hoch hinaus, sind schon oft runtergeflogen, doch sie geben noch nicht auf. Sie wollen die Wolle holen, schreien es heraus, sind schon oft runtergeflogen. Wenn sie sich oft gegenseitig töten wollen, Simon, ich wachs gleich mit meiner Faust in dein Gesicht. Irgendeiner von den beiden, irgendeinen Sprung nicht peilen. Mann, der Mann, hey! Und die Wut in ihnen brodelt, wie die Lava jederzeit. Bis die Rage sie verleitet zu dem nächsten großen Schrei. Puzzle Rush. Kämpfen zwei Idioten, sie wollen hoch hinaus, sind schon oft runtergeflogen, doch sie geben noch nicht auf. Sie wollen die Wolle holen, schreien es heraus, sind schon oft runtergeflogen von oben, doch geben niemals auf. Und ich würde sagen, wir können loslegen. Du. Okay, drei. Du darfst die Mauer runterziehen. Drei, eins. Weg ist die Mauer. Oh, ach komm, komm. Okay. Okay. Hey, ich komme. Falsche Richtung. Du kleiner Spaß. Mann, du Spasti, verpiss dich doch, Simon. Ach, verpiss du dich doch einfach. Oh, was ist das denn für eine Missgestalt? Ja, das ist deine Mutter in Lebensgröße. Und es hat einfach den besten Namen auf diesem Planeten. Kassel. Ich bin Revi. Ja, guck dir mal diesen Kackklotz hier an, den du gebaut hast, Mann. Es ist kein Kackklotz, es ist ein Kotklotz. Und ich möchte bitte, dass du es respektierst. Ein Kotklotz aus Glas, okay? Autsch. Ich brenne. Oh nein, diese Scheißlava, Alter. Was denn? Ich kann nicht mal über den... Also was ist denn? Achso, Simon. Jetzt ist aber auch mal gut, ne? Wehe, hier sind irgendwo Schäbel in dieser Lava versteckt, Alter. Ich werde Schäbel! Schäbel, Alter. Wo sind die Schäbel? Okay. In... Aha. Ein Schleimblock. Okay. Oh! Oh! Wow! Das war nice mit den Leimblöcken, muss ich schon zugeben. Hast du direkt geschafft? Ja, ich hab's direkt geschafft. Runter. Och Mann! Bau doch mal was Anständiges, du Spasti. Was denn? Runter sagst du nur, aber es stimmt bestimmt gar nicht. Ja, deshalb steht es auch da, Affe. Wehe, das stimmt nicht. Wehe, das stimmt nicht. Wehe, du legst mich ein. Wehe. Ich geh da jetzt runter. Ja, es war doch eine Lüge! Und er sagt zu mir, bau was Anständiges. Alter, und deine, dass ich die Steinblöcke beim ersten Mal geschafft habe, ist schon wieder ein Wunder. Es ist nicht schlecht gemacht. Oh. Nein! Du kleine Piss! Was? Willst du mich doch verarschen? Pack den Pinkplayer, jetzt hör mal auf, Mann! Nö. Und pack dir mal den Skill aus! Lass meine 1.9 gegeneinander kämpfen! Schön mit Schild und Schwert, du Opfer! Da kannst du mal sehen, wer der King ist! Ja, komm, schlachte mich doch, du kleines Stück Scheiße, Simon, du bist so ein Loser, Mann! Du wirst niemals in meinem Leben zu irgendwas bringen! In deinem Leben werde ich niemals zu irgendwas bringen, ja! Richtig! In deinem Leben solltest du auch du was zu irgendwas bringen! Er ja, kommt! Komm. Er kommt! Er will ja auf die Leute mit wenig Leben, ne? Ja! Ja, ja, ja! Du kannst mich nicht kriegen! Das du wirst nicht kriegen. Das du wirst. Ah, hab ich erschrocken, Alter. Ey, teleportieren Schluss mit der Cheaterei. Jetzt ist Schluss.
Jetzt, mach nichts. Jetzt ist Schluss mit Schiederei. Es leckt mega. Ey, diese Scheiße. Ich hab so geleckt gerade, Simon. Irgendwie war ich die ganze Zeit hinter dir. Hallo, ey, hallo, stopp. Stopp, ich muss ganz kurz. Stopp, Auszeit. Hallo, ruhig. Hey, Simon. Jetzt ist Schluss mit dem Titiport und so ein Shit. Ich hab. Du verpiss dich jetzt. Alles klar. Was hat dich gerade erschrocken? Ich hab mich richtig erschrocken, weil ich dachte, was geht ab, Alter? Das du bist. Das du bist. Auf einmal warst du in mir. So wie ja, das in war nice. Dir. Geiles Gefühl. War nice? Ja, war schön. Bin ich ein bisschen tight, oder? Mann, dieses Scheiß-Castle! Mann, diese Lava am Anfang ist so unnötig. Das Mann, nervt. Diese Lava hier war alles so unnötig. Diese Lava von dir, die nervt einfach nur. Die Lava. Die nervt einfach nur. Die nervt. Halt doch dein dummes Schankmaul, Alter. Mein Schankmaul. Alter. Halt dein Schankmaul. Halt jetzt das. Alter. Ich weiß nicht mehr, wie ich das eben gemacht habe. Simon, ganz ehrlich, kannst du mal was bauen mit Spaß? Was? Ich check überhaupt nichts mehr. Mann, ich hab deine scheiß Schleimblöcke eben am ersten Mal geschafft, ne? Und jetzt schaff ich's nicht mehr. Ach, Mann. Ist aber schon nice gebaut, ne? Naja, also, wenn du einmal drei Schleimblöcke baust und dann denkst du, wärst der Geilste. Junge, guck mal dich an, du hast einfach nur ein Viereck gezogen, du Idiot. Bist du denn dumm? Ist nicht einfach nur ein Viereck, es ist ein Quader. Bi-bi-bi, ba-ba-bo. Ach komm! Oh ne. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Kurz hoch. Nein! Ei! Ei! Oh Mist, scheiße. Immer nur ein Weg down. Von den Eingängen aus. Es gibt alles. Du musst es nur wollen. Grimms hat wechselt das Wetter. Du bist eine kleine Sau. Ist okay, das Wetter kann so bleiben. Denn das Wetter ist einfach unberechenbar. Halt die Fresse! Halt du dein Maul. Wir bringen den Kindern wenigstens noch Werte bei, verstehst du? Weißt du, ich mach mir wieder Mühe und so ein Baum, was richtig schön ist und du wieder... Blame einfach. Die Glasfestung der Verzweiflung, Junge. Ja. Und? Hab ich damit ich verzweifle hier. Nee, ich verzweifle nicht, ich fuck mich einfach nur ab. Nennen sie einfach demnächst einfach hässlicher Glaskasten von einem 12-Jährigen gebaut. Aber ich bin ganz alt. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, da vorne. Ich check das gerade nicht. Ach, darauf? Nee. Hier ist ja scheinbar, in dem Glaskasten ist ja ein Raum drin. Ja. So, wie komme ich da rein? Mit Liebe und Mitgefühl für die Menschheit. Halt die Fresse! Halt du dein Maul. Bau doch mal was Anständiges, ehrlich. Weil man macht sich Mühe und dann so, scheiße, Alter. Guck mal, ich hab sogar Blumen gebaut, du Penner. Das machst du nicht! Das machst du nicht, ich bin jetzt gerade hier! Ich werde dich heute Abend, hast du deine Geburtstagsfeier. Und ich werde dich vor allen Leuten wegklatschen, Alter. Wieso? Das finde ich richtig asozial. Weißt du, du bist eine richtige Pissnelke, Alter. Du bist eine richtige Pissnelke. Ja, verpiss dich doch! Kleines Opferchen. Alter, das ist richtig scheiße, was du gemacht hast. Ich war an einer Stelle, die schon gut war. Und immer wenn ich an dieser Stelle bin, kannst du ja theoretisch sterben und diesem Scheiß und dann kannst du wieder kommen. Ja, das habe ich auch so gebaut. Halt deine Fresse! Du redest jetzt gar nicht mit mir. Halt deine Fresse. Nee, ich meine es ernst. Du redest jetzt gar nicht mit mir. Ich mute dich gleich. Nee, das war so ein Punkt, an dem du mich gerade schon so weit gereist hast, als hätten wir schon eine Stunde lang jetzt gekämpft. Ich habe gepumpt. Soll ich dir mal sagen, was keinen Sinn macht? Was? Du dummer Hurenbock. Was? Komm mal her, komm mal kurz her. Drück mal diesen Knopf. Dann geht da hinten ein Block. Ja. Ja, das schaffen wir noch im Leben nicht. Doch. Alter, du bist eine richtig... Hab's ausprobiert. Verpiss dich einfach, fass dich nie wieder an deinem Leben an, verpiss dich. Du sollst mich nicht anfassen, du ekelhaftes Schwein! Eieiei. Revi wechselt das Wetter zu schönem Wetter, wie es sich anhört, dumm. Dumm, dumm. Dumm. Dumm, dumm. Und, ja, oh, oh! Diese Scheiße mit deinem Schleim, Fick, Alter.
Ach Kacke, deine Schleimblöcke am Anfang, die nerven so. Die nerven so dermaßen. Es nervt einfach nur. Es nervt. Es nervt so, so, so sehr. Es nervt alles. Du nervst, dein Scheiß nervt. Alles nervt. Ey! Alles nervt, alles nervt, alles nervt. Weißt du, was mich nervt? Was? Ganz am Anfang auch. Was? Ja. Was? Du hast mich schon richtig verstanden. Ganz am Anfang auch nervt mich. Ah, okay. Jetzt hab ich's gehört. Hab ich eben akustisch nicht verstanden. Hallo! Oh, boah, Revi, hör auf zu rülpsen, Alter. Du bist so ein abartiger Typ, Alter. Hm. Alter, Zeit, Junge. Alter, deine scheiß Schleimblöcke. Boah, ich bin froh, wenn am Montag wieder Zuschauer-Maps kommen, Alter. Ich halt's nicht mehr aus, deine Scheiße zu spielen. Da spiel ich lieber 8 Sachen von Zuschauern, als deine Kacke hier zu spielen. Das hab ich jetzt persönlich beleidigt. Was? Hallo! Alter. Wieso baust du dich hier einfach? Guck mal, das wäre viel einfacher gewesen, wenn du einfach den Wallblock hingesetzt hättest. Einfach so meinst du am Anfang von der Map? Ja. Ja, wäre einfacher gewesen, aber ich habe gedacht, more fun, more fun. Was? Mehr Spaß, mehr Spaß. Werd dich heute Abend für den Geburtstag verprügeln. Du wirst mich verprügeln, Alter? Ja. Weißt du, wer wen verprügeln wird? Flying Uwe wird dich verprügeln. Ich werde dich verprügeln, als ob Flying Uwe kommt. Flying Uwe verprügelt dich und kommt als höher. Ob Flying Uwe zu deinem Geburtstag Nein. kommt. Der hat leider nicht meine Facebook-Freundschaft in Frage akzeptiert. Kein Spaß. Nee, aber ehrlich, der hat gesagt, er wird dich verprügeln wollen. Ah ja, das ist ja nice. Dem Gabel würde ich auch verprügeln. Ja, das habe ich, hat er schon gemacht. Und Alberto. Hat er auch schon gemacht. Colt Mirror, der auch. Nee, aber ich glaube... Alles klar, meine Freunde, hier aktive Unterhaltung hier mit Simon Unge. Weißt du, soll ich manchmal sagen, was ich am allerschlimmsten finde an Castle Rush? Nicht die Maps, nicht Revis scheiß Gelaber, sondern Revis penetrante asoziale Art, vor der Aufnahme zu sagen, ich hab bis gleich Zeit, bis dahin müssen wir durch sein. Dann sagen wir, okay, lass mal eine Map bauen, die wir auch schaffen können. Und was passiert jedes Mal? Er baut etwas, das er selber in 8 Tagen schaffen würde. In 8 Tagen würdest du das schaffen. Ja, dein ist doch genauso scheiße. Nein, meinst du, würde ich innerhalb von ein paar... Das ist nicht schwer, wenn du den Weg kennst. Gebaut hast, Simon, weil ja, halt, ja genau. Aber deins wirst du wenn auch... Du wirst nicht deins schnell schaffen. Ich schwöre dir, du wirst deins nicht schnell schaffen. Ich schwöre dir, gib selber zu, du wirst deins nicht schnell schaffen. Ich würde meins so schnell schaffen. Ja? Ja? Alter, das kannst du mir gleich mal beweisen, du Pissnäcke. Da ist aber wieder ein Sprung drin, den man nicht schaffen kann bei dir, ne? Doch. Mhm. Doch. Welchen denn? In dem Raum ist ein Dreiersprung. Dreier? Man kann sogar Vierersprünge schaffen, du Kleine. Hey, bist du dumm? Spielst du überhaupt Minecraft, Junge? Ich hab mir gerade in die Hose geschissen, okay? Ja, learn to play, du Bobby. Warte ab, bis dich Flying Uwe verprügelt. Schaffst du den Sprung jetzt oder nicht? Bin dran. Den schafft man nicht, den Sprung. Findest du meinen Jump-Run scheiße? Ich finde das, was hier gerade so riecht, ist scheiße. Ich habe mich richtig geschissen. Was? Mehr eingefügt, Junge. Oh, nett von dir. Du hast mich wieder mehr eingefügt, weil es sonst nicht gehen würde ohne. Du springst. Nein! Das ist so dreckig! Ich hasse deinen Dreck! Diese Scheiße hier! Ich mach noch sowas, wo du dir den Kopf stößt und danach diesen ganzen Scheiß nochmal neu machen musst. Ja, warum auch nicht? Ich will echt ein neues Lied rausbringen, ne? Ja, Gottes Willen. Ich bin verdammt geil. Ja, mach das. Dann glaube ich, das Musikvideo ist so ein Video, wo ich die Stadt laufe und wichse. Ja, du hast auch angekündigt, in Ikea zu wichsen, das immer nicht gemacht. Wird noch kommen. Wenn dieses Video... Ja, wenn die wie viel Likes hat, dann wichst du wie viel? Also, wenn du 200.000 Likes auf diesem Video hast, wichst du in Ikea, ist das Klartext jetzt? Ja. Mhm. Okay. Gut, aber nicht gehört. Richtig, ne? Ich muss ja die Aufgabe bei Wahlwort der Pflicht, weil ich soll so tun, als würde ich mich. Okay, aber du musst so tun und du musst auch die Leute, die müssen auch das sehen und so. Und du musst dir wirklich unter der Decke einwedeln. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber so tun und der Mitarbeiter muss das sehen und der muss sich darauf ansprechen. Entschuldigen Sie, hier ist ein Bett. Das ist zum Schlafen. Ich sag, ich muss doch testen, wie das ist. Ja, okay. Machst du? 2000 Likes? Kriegen wir eh nie. Nie auf diesem Video. Ja, niemals, Leute, Alter. Aber okay, probieren wir es. Ach Mann. Revi, ich schaff's nicht. Nee, ich schaff deins auch nicht. Ich bin mental gerade schon wieder am Ende. Ich bin mental geschlagen.
Was? Hast du irgendein Glasbau kaputt gemacht? Nein. Versprochen? Ja. Gut, Ehrenmann. Und deswegen habe ich Respekt vor dir. Aber solltest du irgendwann mal sowas machen? Weil dann... Weißt du, was ich mir von dir zum Geburtstag wünsche? Was denn? Ein Kuss. Okay. Ja, wo die einfach in den Gorilla-Käfig gesprungen und die Gorilla verprügelt hat. Alter, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade ein 360 gemacht, aber vom Allerfeinsten. No Scope, Alter. Echt? Ja, aber hallo. Aber ohne zu weit zu schießen. Nee. Können wir jetzt mal bitte den Regen ausmachen? Ja, so? Mach mal. Also ich komme bei diesem scheiß Raum hier immer noch nicht weiter, ne? Das schwörst du jetzt aber wirklich mal auf. Ehrlich jetzt. Okay. Ich komme auch bei dir nicht weiter. Ich war noch keinmal auf einem Zaun, ne? Noch kein einziges Mal. Findest du das echt nicht? Nee, noch kein einziges Mal. Und ich bin schon wieder davor runtergefallen! Ach du Scheiße! Das... Weißt du was, Revi? Hm? Sic terim pantele. Ich kann keine andere Sprache außer Deutsch. Fick dich. Simon? Ja gut, Leute. Schreibt den Simon nochmal ein paar nette Grüße in die Kommentare. Und ja, kauft sein Merch. Das kann ich nur empfehlen. Das ist sehr schön. Ja, Leute. Das ist es eigentlich soweit, ne? Denk mal so, als Alleinunterhalter mache ich mich auch ganz gut. Wir let's playen jetzt einfach mal aus meiner Sicht heraus, ja? Ich mache hier gerade so einen Glas-Jump-Run. Ich denke mal, dass... Ja, hallo Simon, wo warst du? Ich habe meinen Schwanz abgeschnitten. Ja? Mit Videobeweis. Wenn das Video 300.000 Likes hat, dann zeige ich das. Würdest du vielleicht echt alles machen? Ich würde alles für Likes machen. Like krass, geil ist unser Lifestyle. Was die Leute halt von den Zuschauern nicht wissen, dass wir für jedes Like 1 Euro bekommen. Alter, ich habe gerade einen Pfeil verschossen. Ich muss ihn schnell holen. Oh, hab ihn wieder. Nice. Was glaubst du, die meisten Likes auf YouTube hat? Ich glaube Baby. Also durchschnittlich ja. So. Oder? Jeden Fall. Ich glaube Baby ist sowieso mittlerweile einer der stärksten YouTuber. Würde ich einschätzen. Also von den Klicks und von den Likes her und so. Und dadurch, dass... Und vor allem, Bibi hat nicht so viel Hate zum Beispiel wie so eine Dagi. Würdest du einen Dreier mit denen haben? Nein. Warum? Aber ich finde beide nett. Es gibt halt so viel Negativität auf YouTube, das finde ich schade. Ich finde sogar... Ich sehe aus wie Photoshop gut. Ich finde alles gut. Ich heiße Mr. Trashback. Ich finde alles gut. Oh Mann. Ist nee, Mr. Aber Trashback gut? Mr. Trashback finde ich... Nee, Mr. Trashback finde ich wirklich super. Ist ein super Typ. Echt jetzt? Aber der findet echt vieles gut. Ja, das stimmt. Aber mich nicht. Aber was mag ich dann, Mr. Trashback, weißt du? Denn er lebt nach dem Motto: Support what you love, ignore what you hate. Das ist mein Motto. Ich finde alle gut, also, die. Weißt du, wenn ich auch gut finde? Kennst du, Ruß? Ruß? Nee, wie heißt der nochmal? Der von hiphop.de oder. Nee, von Rap. Dieser, keine Ahnung. Die kennst du nicht, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber ich kenne ihn nicht wirklich, weil ich mir das nicht so oft angucke, aber ich habe mir ein paar Mal, habe ich mir seine Dings angeguckt, dieser Hip-Hop-News oder Rap.de-News oder so, ich weiß noch nicht genau, wie der heißt, aber der ist so mega positiv, der hatet keinen und der ist so ein positiver Typ. Ach, der immer aus Flash und sowas geht, ne? Ja, der hat auch den Adam interviewt und der ist so, ja, genau. So ein ganz positiver, eingestellter Typ. Ja, den kenne ich. Und der ist, finde ich, wirkt sympathisch. Und ich weiß, ja, das stimmt. Weißt du, wie ich auch sympathisch finde? Wen? Alle. Nein. Nee, weißt du, wie ich richtig sympathisch finde? Wen? Soll ich das wirklich sagen? Ja. Felix Barr. Felix Barr? Kennst du ihn, Felix Barr? Sag mir was. Der macht so Technikvideos und den finde ich richtig sympathisch und ewig. Der ist so irgendwie so positiv eingestellter Mensch und das liebe ich. Ich liebe das, wenn Menschen so positiv eingestellt sind. So wie ich. Naja, du eher nicht. Warum? Ja, du bist nicht so positiv eingestellt. Ich würde gern duschen gehen. Okay. Kannst du jetzt mal bitte meinen Jump'n'Run schaffen, Simon? Ja, wenn ich das schaffen würde, wäre es super. Ich bin immer noch in diesem blöden Raum, ne? Alter! Wie soll man das schaffen? Und jetzt habe ich die Chance vertan, weil ich nicht mehr zurückkomme? Das ist doch nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Revi, das ist mir zu schnell. Das war mir zu schnell. Echt jetzt? Ich hab's eben wirklich... Aber wie oft soll ich das denn probieren? Ich hab's jetzt zum ersten Mal geschafft, überhaupt auf den Zaun zu kommen. Zum allerersten Mal. Setz deine Fackel hin, dann ist es fair. Komm, setz einfach den Block dahin, wo er gewesen wäre. Nee, ich bin eine Kämpfernatur, Alter. Ich bin ein Kämpfer. Mann, mich regt dein Scheiß hier auf, Simon, ehrlich. Weißt du, was ich bin? Ich bin Kämpfer. Ich werde es nochmal neu machen, aber es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Ich höre nicht mehr aus. Mann, es ist dieser Punkt gekommen. Weißt du, soll ich noch was sagen? Ich bin ein Kämpfer. Bei jedem Kampf gebe ich alles. Hättest du gedacht, dass bei der Ungequest Folge 2, dass ich eine Chance habe gegen diesen Meister in dem Kreisespiel? Hättest du das gedacht?
Nee. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber weißt du, am Anfang ist so, ah, oh, ich lege so voll zurück. Aber sobald es auf den Wettkampf ankommt, ja, dann gebe ich alles, Alter. Ich bin nämlich ein Kämpfer. Und ich meine es ernst. Wenn es um irgendwas geht, ich tue alles dafür, Alter. Ich muss jetzt wieder alles von neu machen. Oh! Und diese scheiß Schleimlöcke funktionieren immer beim 10. Mal erst. Und dann muss ich wieder dahin und ich schaff das wieder mit dem Scheiß nicht. Es ist so eine Endlosschleife. Ach komm! Kannst du bitte meins jetzt schaffen, bitte? Ich schaffe es nicht. Ich finde deinen Scheiß, ich finde deins wirklich scheiße. Du denkst, du hättest mal was Schönes gebaut und du bist beleidigst meins, aber du bist scheiße. Du bist scheiße, deine ganze, alles ist scheiße, Alter. Wirklich, ich mein's ernst. Simon, ich schaff das hier nicht, Mann. Das ist mega behindert, diesem Raum. Ich weiß nicht, was an dem Raum das Schwierige sein soll. Man sieht halt nichts. Alter, ich hab doch eben dir's vorgemacht. Ich war doch innerhalb von ein paar Sekunden durch. Warst du nicht? Alter, du bist nicht mehr im Raum. Du bist schon lange, lange, lange fertig. Stell dir mal vor, ich guck dir die ganze Zeit zu. Guckst du die ganze Zeit zu? Nein. Oh Mann, Simon, das nervt mich wirklich in diesem Scheißraum. Ehrlich jetzt. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist mein Leben beendet, Alter. Ich sag's dir. Nein! Mein Leben ist beendet! Nein! Nein! Dann... Ist das hier die Abkürzung, Simon? Wie? Durch den Raum? Ja, hier das ist der schnelle Weg. Und wo ist der Checkpoint? Der kommt gleich. Ich gebe mir jetzt auch einen Checkpoint und dann machen wir weiter. So, Stopp! Nein! Nein, 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 nein! Was war das gerade? Was denn? Ach Mann, ich bin einfach in der Luft geleckt und dann bin ich runtergefallen. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ja, alles. Das ist ja nicht viel schwer. Du bist, wenn du im Raum bist, bist du dann direkt wieder da. Ja, ich weiß aber nicht mehr. Ich weiß den Weg nicht mehr in den Raum. Das ist das Problem. Schaffst du schon. Boah, ist das eine nervige Scheiße hier, Alter. Jetzt habe ich mir einen Checkpoint in Form dieser Leiter gegeben. Revi hat in Form eines Wassereimers da vorne. Boah, Mann, Simon, ohne Ding. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Okay. Gewinn ist halt einfach und halt die Fresse. Dann freu dich wieder, dass du wieder irgendeine Scheiße gebaut hast, die wieder nur irgendeine Missgeburt schaffen kann, die kein Hobby hat, Alter. Alter, benimm dich mal jetzt. Nee, Mann, es macht mir einfach keinen Spaß. Eine dreckige Scheiße von diesem Scheißformat, Junge. Ich müsste halt so viel andere Sachen machen. Stattdessen vergeude ich meine Zeit mit so einem behinderten Wichsmann. Ja, dann machen wir keinen Castwatch mehr. Okay. Dann ist das jetzt die letzte Folge Castwatch und dann hören wir auf. Ach, halt doch die Fresse, Simon. Du weißt ganz genau, dass ich dich ernst meine. Oh mein Gott! Oh Gott! Junge, deine Checkpoints sind einfach... Warum können wir nicht einfach Jump'n'Runs für Menschen bauen? Wir bauen Jump'n'Runs für Tiere. Sehe ich aus wie ein Tier? Sehe ich aus wie ein Tier, Revi? Ich frage dich das. Ich frage dich das. Ja. Kommt drauf an, ne? Bin ich ein Köpek, Revi? Bin ich ein Köpek? Ja, Köpek-Ballem, Alter. Was heißt das? Hai, glaube ich. Was? Köpek-Ballem heißt Hai, glaube ich. Nein, Köpek heißt Hund. Hund? Ja, Köpek heißt Hund. Sicher? Ja. Scheiße, Revi ist richtig, richtig, richtig kurz vor dem Ziel. Der hat noch ein bisschen Leiter-Jump-Run, dann ist er durch. Wenn ich jetzt nicht reinhaue, dann wird es nicht mehr klappen. Ach Simon, komm, mach es doch nicht so spannend, gewinn doch einfach wieder und gut ist. Halt doch dein Maul. Mann, ich bin heute richtig schlecht, Alter. Ich bin heute richtig fuck scheiße. Okay. Ich muss einfach nur... Ah, du hast so ein ähnliches Leiter-Jump-Run gebaut wie ich auch. Wir haben so ein ähnliches Jump-Run gebaut. Das, was du mir gebaut hast, um zur Truhe zu kommen, das kommt bei dir auch nochmal sowas ähnliches. Nur, meins ist ein bisschen einfacher, weil ich habe nicht so eins um die Ecke gesprungen, Leiter-Ding. Ach, Kacke, Alter. Nein, das wird der Revi packen. Du wirst es diesmal packen. Mann, ich weiß nicht, was heute los ist, Alter. Ohne Witz, kennst du so Tage, wo man überhaupt keinen Bock auf irgendwas hat? Auch nicht zu wichsen? Und... Nee, ich hab überhaupt keinen Bock auf irgendwas, Alter. Ich bin mega gestresst einfach, schon seit 3 Tagen. Warum denn? Warum genau? Ach, weil ich die ganze Zeit vorproduzieren muss und dann so eine Scheiße hier wieder. Oh. Lass doch lieber eine Runde Master Builder spielen.
Okay, Leute, das war's dann für immer mit dem Format Castle Rush. Aber ich bin jetzt jeden Tag Master. Ihr könnt jetzt gerne Master Battles bekommen. Ein Format, was so ungefähr jeder YouTuber bringt. Und ja. Schreiben. Also irgendwas ist das auf jeden Fall. Och, bitte, lieber Gott, lass mich das doch einmal jetzt gewinnen. Ich habe noch nie im Castle Rush gewonnen. Ach, Simon, du wirst eh wieder gewinnen. Komm, ist in Ordnung. Ich habe noch nie in Castle Rush gewonnen, bitte, lieber Gott, lass mich einmal gewinnen. Bitte. Das ist halt die Scheiße. Ich habe noch nie in Castle Rush gewonnen. Ich würde so gerne einmal gewinnen, bitte. Ich finde das nicht lustig, Mann. Ich finde das nicht lustig so. Ich auch nicht. Aber ich finde es lustig, wie du dich aufregst. Mann, Simon, halt doch mal die Fresse, Alter! Du hast keinen Anstand, Alter! Bei sowas fragt man zumindest. Du bist ein richtiger Köpik-Ballum! Was denn, du Köpik-Ballum? Alter, wenn du das Ding gewinnst, ne? Ich werde dich heute. Halt doch mal die Fresse, einfach! Halt doch einfach mal deine verfickte Fresse, du Wichser! Jetzt wird's ernst, jetzt wird's serious, Leute, jetzt wird's serious. Ich hätte gern 11 Siege. Mach bitte mal den Regen aus, wirklich. Mach du den aus. Ich habe jetzt keine Zeit zu verlieren, weil ich will nicht verlieren. Köpik-Ballum, Alter, ich will nicht verlieren. Oh nein, was ist das für ein Sprung, bitte? Nein, Köpik-Ballum, bitte. Oh nein, jetzt noch einen einzigen. Nein, nein, nicht so ein Sprung, der ist ekelhaft. Nein, nein. Ach, Köpik-Ballum, warum machst du es mir so? Warum machst du mir das Leben so schwer? Wieso machst du mir das Leben so schwer, Köpik-Ballum? Dieser letzte Sprung ist der absolute Abfuck. Ich schaff das nicht, Revi. Ich schaff den letzten Sprung nicht. Simon, du hast es schon längst gemacht. Da oben ist schon der Knopf dran. Ja, du hast recht. Du hast mich erwischt. Hast mich mal wieder erwischt beim Gewinnen. Schade. Wollte ich mal wieder heimlich gewinnen. Aber, Köpik-Ballum. Revi, bist du noch da? Revi, dann hätte der. Ah, der war da unten lang. Er hat den falschen Weg genommen. Er hat diesen Weg genommen zum Creeperkopf. Aber er hätte eigentlich diesen Weg hier oben lang gehen müssen. Dann hier lang, hier lang, hier lang. Dann hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Und hier rauf. Und hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf, jetzt kommt der letzte schwere Sprung und ja, und dann hier rauf und dann wäre er beim grünen Wollbock gewesen. Er war, ja, 30 Sekunden oder 20 Sekunden, wie lange habe ich es gebraucht, vom Ziel entfernt. Und First Try, wie ihr gesehen habt, keine mega schweren Sprünge. Aber Revi muss natürlich jetzt wieder den Server verlassen und sagen, dass er natürlich viel schwereres Jumpland hatte, aber ich würde sagen, es war ausgeglichen, würde ich sagen. Und ich finde, mein Ding sieht schön aus. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Beleuchtet durch Lava. Ich finde das sehr schön. Revi. Was? Sei auch nicht beleidigt. Bist du beleidigt? Revi. Jetzt duschen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Halt die Fresse. Ja, guck mal, Advent-Special, auf Wiedersehen. Morgen geht's dann los bei Revi wieder mit der nächsten Zuschauer-Map. Die ist aus dem Weltraum und die geht dann von Montag bis Freitag und am Samstag und Sonntag gibt es dann wieder das Battle, da könnt ihr euch drauf freuen. Und wir haben jetzt eine Woche unsere Gemüter und unser Gehirn zu beruhigen, aber am Wochenende werden wir wieder ausrasten. Okay, gut, Revi, freust du schon auf die Zuschauer-Map morgen? Freust du schon auf die Zuschauer-Map morgen, Revi? Ein eindeutiges Ja. Alles Nein! Klar. Gut, wir sehen uns morgen, Leute. Haut rein! Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ciao. Ach übrigens, heute am Sonntag, jetzt nochmal für kommt alle, kommt mein Advent-Special. Genau, Revis Advent-Special kommt hier am Sonntag. Und für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, Revis Advent-Special und die Unge-Quest Folge 3 kommt jetzt online. Die wird nämlich sehr geil. Weil wird beides sehr geil. Der Adventskalender und die Unge-Quest Folge 3 werden beides sehr geil. Schaut auf jeden Fall beides rein. Ihr seid die Leute, die jetzt bis zum Ende geschaut haben. Das heißt, ihr müsst die frohe Botschaft überbringen. Und könnt ihr gerne im Adventskalender und auch bei Unge-Quest 3 könnt ihr in die Kommentare schreiben, CR Doppelpunkt wegen Castle Rush, ihr kommt von Castle Rush und dann schreibt ihr einen Kommentar zum Video. Das würde mich mega freuen, dann würde ich sehen, wer von Castle Rush kommt, vor allem Adventskalender und auch bei Unrequest 3 und dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Uns hat sie sehr gut gefallen, wir haben jetzt wieder Zeit für Nervenklinik und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.